Stanley for Studios. Over the Alps. Ja, ich vermute mal damit herzlich willkommen zu einem Netztest. Zu Netztest Over the Alps. Sind die Credits oder was? Aha. Das sind die Einstellungen. Die Musik machen wir ein kleines bisschen leiser. Ja. Okay, neues Spiel. Der Fall Verkodi oder der Bergkönig. Wir müssen mit dem Fall Verkodi anfangen. Los geht's. Es scheint hier so ein kleines Action-Krimi-Noir-Ding zu sein. So ein bisschen so Detektivgeschichte. Oh, und sogar auf Deutsch. Mussolini wütend über gewagten Gefängnisausbruch. In der vergangenen Nacht sind vier Häftlinge aus einer Haftanstalt vor den Toren Mainz geflohen. Der italienische Ministerpräsident spricht von einem Werk ausländischer Agenten. In einer öffentlichen Bekanntmachung an diesem Morgen ließ Mussolini verlauten, dass keine Kosten und Mühen verscheut gescheut würden, um die Flüchtlinge zu fangen, die er als gefährliche politische Aufständige bezeichnete. Orway, ich habe die Anblicke und Gerüchte Mailands genossen, mein Freund. Eine tolle Stadt, egal was Mussolini mit ihr anrichtet. Aber Mussolini wird sie am Ende zerstören. Er muss gestoppt werden. Ich hoffe, die Zentrale weiß, was sie tut. Mich einfach abzuziehen, wenn es noch so viel zu erledigen gibt. Nicht, dass ich emotional involviert wäre. Das würde kaum reichen. Riva San Vitale in ein paar Stunden, Aubrey. Ich halte nicht dich auf dem Laufenden. Der italienische Schachzug. Akt 1. Chiasso. Ein Zug fährt durch die weiten Lande von Italien, wie es scheint. 49 Stops, Aubrey. Und das nennen sie einen Express. Die Schweiz ist voll von diesen elektrischen Zügen, merkt das Fräulein im Abteil an, als wir uns erneut einem Halt nähern. Nicht genug Kraftstoff ist hier, um richtige Züge zu nutzen. Keine guten Kohleminen, denke ich. Das Fräulein lächelt mir zu. Ein sittsames, ungewohntes Lächeln, wie ein Schuh, der nicht passt. Das wird sich bald ändern, fügte es hinzu. Tatsächlich, einfach so? Nein, nicht einfach so. Durch Hingabe und harte Arbeit, entgegnete es. Das Fräulein streckt ein Handschuhte Hand aus. Fräulein Wolf. Nicht aus der Schweiz. Deutsch. Mr. Smith, sagte ich, während ich die ausgestreckte Hand schüttelte. Smith? Ah.
Es nickte, als wäre meine Antwort sehr zufriedenstellend. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Für einen Moment stießen wir zusammen. 5 leere Sitze und es wehte ausgerechnet den neben mir. Wohin führt es Sie, Fräulein? Dorthin, wo mich die Arbeit trägt, antwortete es. Ich bin sehr, wie sagt man, wie ein Hund, verbissen. Angemessen für einen Wolf. Das Fräulein blickte ausdruckslos. Wie kommt's? Ich ließ es sein. Das Fräulein drehte sich um, sein Spiegelbild im Fensterglas zu prüfen und richtete dann das Haar. Schade, die Art, wie diese weichen, blonden Wellen die Braue verdickten, gefiel mir. Wir unterhielten uns weiter. Es war eine angenehme Art, die Zeit zu vertreiben, und Zeit gab es viel. Bevor sich unsere Wege trennten, einigten wir uns darauf, uns in der Bar des Hotels Riva San Vitale wiederzusehen. Vielleicht würde ich Glück haben und Fräulein Wolf würde sich als meine Kontaktperson herausstellen. Riva San Vitale. Das Hotel. Wir fuhren an dem Hotel vor. Oh boy, ich habe das Fräulein wiedergesehen. Mein liebes Fräulein, begann ich. Ah, der exzellente Herr Smith. Es tippte auf den Stuhl dem an und deutete dann quer durch den Raum. Ich habe diesen lustigen Italiener beobachtet. Sehen Sie ihn sich an. Ich schaute hinüber und erkannte meine Kontaktperson augenblicklich. Vielleicht kennen Sie diesen Mann, Fräulein. Wieso, Herr Smith, sind Sie neidisch? Gähnte es mit einem Lächeln. Wieso rufen wir ihn nicht mal her? Wolf winkte mit dem Handschuh und der Mann hüpfte fast zu uns. Dankbar wie ein Kind. Da sind Sie, freute er sich. Nur an mich gerichtet. Als wäre das Fräulein gar nicht hier, wie ein Idiot. Sie sind der Agent, ja? Wir gehen heute Nacht von der Bucht aus, nachdem es dunkel wird. Er eilte davon, Fräulein Wolf, hebte eine zuckende Augenbraue. Agent? Reiseagent? Natürlich, das Fräulein kicherte. Lassen Sie mich Ihnen einen Drink spendieren, Herr Smith, lächelte es. Es ist noch nicht dunkel. Meldine-Kreuzung? Zur Meldine-Kreuzung, sagen wir. Ich mochte Wolf, aber vertraute ihm nicht. Also fing ich den Italiener ab und änderte den Plan. Notiz, du bist jetzt bezaubernd. Aha. Erinnerst du dich damals in Piccadilly, als wir den kleinen Wettbewerb hatten, wer im Laufe eines Nachmittags die meisten Fahrzeuge sammeln kann? Du hast natürlich gewonnen, aber ich wurde stolzer Zweiter. Wie dem auch sei, es stellte sich heraus, dass man in der Not nur eines stehlen muss, obwohl das mit einem Italiener im Schlepptau um einiges interessanter wird. Ich fürchtete, entdeckt zu werden und fuhr ihn an, leise zu sein. Aber natürlich war ich laut. Jemand näherte sich uns auf dem Gehweg von der Bucht aus. Grauer Kittel, etwas Schweres zog die Tasche auf, einer Seite herunter. Sie gehen, ohne sich zu verabschieden? Fragte das Fräulein und dachte, sie wäre... Und ich dachte, sie wäre ein Gentleman. Sie sind spät. Sie sind spät auf, Fräulein. Konnten Sie nicht schlafen? Ich halte immer noch nach Dieben Ausschau. Das macht ein Fräulein so, wenn es alleine reist. Sie deutete auf den gestohlenen Bugatti
in den ich gerade einsteigen wollte. Habe ich nicht einen österreichischen Gentleman gesehen, der gestern in diesem Auto vorfuhr? Ein Arzt, denke ich. Er hat ihn mir geliehen und vergessen, ihm den Schlüssel zu geben. Es war offensichtlich, dass das Fräulein über etwas nachdachte. Dann tat es zurück, verschränkte die Arme und nickte in Richtung Straße. Dann fahren sie fort. Das Fräulein beobachtete uns beim Einsteigen und überlegte weiter. Ein weiterer Moment und ich startete den Motor. Wir brausten in die Nacht davon. Ich mochte Wolf, er vertraute ihr nicht. Melide, Kreuzung. Hitler erneuert Versprechen, nicht in dieser Schweiz, nicht in die Schweiz einzufallen. Der Bund-Zeitung vom 30. August 1939. Aha. Bei einem Treffen Schweizer und deutscher Beamten gestern Abend in Berlin erneuerte der deutsche Reichskanzler das Versprechen seines Landes, die Neutralität der Schweiz im Falle eines Krieges zu respektieren. Dies sollte die Schokolade liebende Nation, die in den vergangenen Monaten angeblich erheblich ihre Grenzverteidigung ausbaute, beruhigen. Meldete Kurzank. Sind also in der Schweiz. All das bringt uns her, oh boy, alter Freund, das kreativ benannte Hotel Arpin. Der Italiener und ich saßen zusammen am Frühstückstisch, wie zwei alte Freunde. Er hatte eine Serviette in den Kragen gesteckt. Sind Sie schon bereit, mir zu sagen, wohin wir gehen? Der Dummkopf langte über den Tisch und legte meine Hand in seine. Bitte, sagte er, das ist meine Tochter. Sie wurde entführt. Wir müssen sie retten. Fahren Sie fort. Gott sei Dank, nahm er seine Hand zurück und klopfte sich auf die Brust. Ich bin Primo Vercelli, zu Ihren Diensten. Smith. Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen, Signor Smith. Ich nickte und widmete mich wieder meinem Räucherfisch. Wir gehen zum Bahnhof Lugano, fuhr er fort. Dann nach Bellinzona. 2, 3 Stunden. Dann retten wir meine Tochter. Sie haben sie im Schloss dort. Er lehnte sich zurück, sichtbar stolz auf seinen Plan. Und jetzt, wie ist Ihr Räucherfisch? Kann ich kosten? Hotel Arpin. Tagebuch. Mailändische Gefängnisflucht. Mussolini verspricht schnelles Handeln. Ich traf Fräulein Wolf im Zug nach Chiasso. Ich hoffe, mehr vom Fräulein in Riva San Vitale zu sehen. Ich traf den Italiener in der Bar des Hotels Riva San Vitale. Er wollte mich unten an der Bucht treffen, sagte aber nicht warum. Aber Fräulein Wolf hörte, was er sagte. Der Italiener und ich stahlen einen Bugatti und fuhren in Richtung der schmalen Melide Dammstraße. Fräulein Wolf erwischte uns und ließ uns gehen, ohne den Alarm auszulösen. Hitler beruhigt die Schweiz. Alpenregion ist sicher. Mein italienischer Freund ist Primo Vercelli. Und jemand hält seine Tochter in einem Schloss bei Bellinzona gefangen. Warum das von britischem Interesse ist, keine Ahnung. Hier haben wir ein paar Bilder. Okay. Oder Alps. Okay. Lugano kennen wir noch nicht. Oh doch. Wir ließen das gestohlene Auto zurück und liefen nach Lugano. Lugano.
Ich bin's wieder, Orboy. Wir folgten der Straße am Seeufer nach Lugano. Ein 2-Stunden-Marsch, der 3 Stunden dauerte, weil Verkurio ständig anhielt, um seine Stirn abzutupfen. Aber wir erreichten die Stadt in einem Stück, mit niemandem, der uns sichtbar gefolgt wäre. Dann schlenderten wir Richtung Station, wie ein paar Touristen, die die Bergluft genießen. Wir brauchten Karten, Schokolade und Äpfel, alles einsteigend für Bellinzona. Na, mit der Bahn geht es weiter. Mit der Eisenbahn ging es voran nach Bellinzona. Der Zug war bereit, wir wollten gerade einsteigen, als... Da sind sie, Herr Hund! Da sind sie, Sie Hund! Eine Frauenstimme, laut, schrill und vertraut. Ich wirbelte herum. Gerade rechtzeitig, um scharf geohrfeigt zu werden. Es war das Fräulein. Diesmal lächelte es nicht. Apropos Hunde, Fräulein. Es scheint, als würden sie mir nachschnüffeln. Und wenn schon, das Fräulein ohrfeigte mich mit der anderen Hand auf die andere Hälfte. Aber es schien eher, als spielte es eine Szene. Aber für wen? Das Fräulein drehte sich zur Menschenmenge, die sich langsam um uns sammelte. Das ist der Mann, der vor dem Hotel Melide das Auto von Herrn Dr. Schweiger stahl. Wessen Auto? Sie haben sich nicht gewundert, wieso da eine Arzttasche im Kofferraum lag, Sie Gauner? Ja, das ist er. Der Mann, der in Melide war. Eine zweite Stimme, österreichisch. Das muss dann wohl der Arzt sein. Der Zug hinter mir begann zu dampfen. Er würde bald abfahren. Ich hörte das herannahende Klingeln der Polizeiglocke. Ich rief Verkodi, um abzuhauen. Aber der Italiener war bereits im Zug. Er zuckte mir durchs Fenster zu. Als mich die Polizei wegschleppte, herrschte ich einen letzten Blick auf Herrn Schweiger. Er half dem Fräulein in sein Auto. Ohne Zweifel stand ihm eine bessere Zeit bevor. Na toll, wir im Gefängnis, er im Zug auf dem Weg zum Schloss. Nach Rivera können wir nicht. Gefangen genommen von der Polizei. Nach Rivera. Rivera. Na gut, oh boy. Es ist kompliziert. Vielleicht ist die Schweizer Polizei am wahnsinnigsten. Oder vielleicht ist es die Zentrale. Ich dachte, die Polizei würde mich nach Bellinzona bringen, mich in dieselbe Zelle wie Verkulis Tochter werfen und mir eine Menge Ärger ersparen. Ich versuchte es beim Polizisten, der mit mir hinten saß. Er war undurchdringlich. Er hätte auch aus Käse gemacht sein können. Aber als sich die Hecktüren öffneten, sah ich, dass wir nicht in der Hölle des Löwen, in der Höhle des Löwen waren, sondern in einem winzig kleinen, völlig unbekannten Dorf. Rivera. Ich wurde in ein Bierhaus geschleppt. Der Geruch Wurst und fades Bier. Aus dem Schatten im hinteren Teil erglühte eine Zigarette. Das ist keine Polizeiwache. Wo bin ich? Ich habe eine Frage für Sie, Engländer. Eine Männerstimme, tief nachhallend, vielleicht französisch. Worauf genau haben Sie spekuliert? Ich antwortete niemandem, den ich nicht sehen kann. Die Polizei hier nennt Spione Bettwanzen. Wussten Sie das? Kleine Wanzen, die in deren Betten leben.
Der Mann pausierte, um an seiner Zigarette zu ziehen. Ironisch, oder? Er lächelte, als er die nahende Erkenntnis auf meinem Gesicht sah. Er war einer von uns. Ich würde gern wissen, was Sie sich gedacht haben, solch ein Spektakel in Lugano zu veranstalten. Es war die Deutsche. So, so. Keine Frage. Nun, mein Freund, Sie sind jetzt, wie man so schön sagt, auf dem Radar. Die Zigarette klopfte mit leichter Gereiztheit am Aschenbecher. Von jetzt an, um Gottes Willen, machen Sie es meinen Männern nicht so einfach, sie zu finden, und bleiben Sie bei der Mission. Ist das klar? Absolut. Trespin. Ein Schnipser mit der Zigarette, ein kleines Häufchen Asche. Ein Moment für mich, um nachzudenken. Vercoli, begann ich. Es war meine Kontaktperson, oder nicht? Wir haben noch nie von einem Vercoli gehört. Und jetzt raus hier. Die Zigarette gestikulierte in Richtung einer kleinen Hintertür. Wir melden uns, sobald die Zentrale weiß, wie sie uns hier draußen dienen können. Es war nicht die Zeit für weitere Fragen. Ich wurde durch eine leere Küche gedrängt und dann hinten aus dem Bierhaus heraus. Monte Canary. Hier haben wir das Tagebuch. Wir erreichten den Bahnhof in Lugano, nur um von Fräulein belästigt zu werden. Sie ließ mich verhaften, weil ich das Auto von Herrn Dr. Schweiger stahl. Ich wurde von meinem Aufpassern Rivera aufgesammelt und angewiesen, unterzutauchen. Irgendwo ist etwas schiefgelaufen und jetzt kennt die Polizei mein Gesicht. Okay. Da ist der Tag wirklich zu Ende. Aha. Monte Canary. Da können wir wohl jetzt noch nicht hin. Belzona ist nicht mehr weit. Ich stahl ein Polizeifahrrad. Oha. Ich verließ das zu Fuß. Das machen wir so. Auf dem Weg. Den Weg nehmen wir. Ich konnte mir vorstellen, dass die Polizei in Bellinzona nach mir suchen würde. Also wanderte ich auf einen nahegelegenen Berg und tauchte dort unter. Zwei Dinge waren jetzt klar. Ich dachte darüber nach, als ich marschierte. Erstens, Vercoli war nicht meine Kontaktperson und so wie es die Zentrale sah, erreichte ich Riva und wurde dann in Gesellschaft eines unbekannten Italieners zum Gauner. Der Kipper ist und Autos stiehlt. Zweitens, wo auch immer meine echte Kontaktperson landete, sie würde nicht zurückkehren. Die Schuld lag ganz bei mir. Alle Zeichen waren da, bereits in Riva San Vitale. Er war zu nervös, zu komisch, aber ich war auch anderweitig beschäftigt. Nicht das erste Mal, dass ein Mädchen mir unter die Haut ging und mich ablenkte, aber das erste Mal, dass es mir Ärger einbrachte. So wird Bunny sich gefühlt haben, bevor die Zentrale ihm die Axt gab. Ich verließ das Dorf zu Fuß. Vertraulich Feldbericht. Analyse erfolgreich. Ja, erfolgreich. Monte Canary. Stell dich mir vor, oh boy, Lagerfeuer.
Stell dich mir vor, Aubrey. Lagerfeuer, warmer Brandy. Ich habe hier oben eine leere Hütte gefunden. Wunderbar gut gefüllt. Du hältst mich für ein Glückspilz, aber das sind die Schweizer Alpen. Die Einheimischen sind zu clever, als dass es ein Problem wäre, hier oben eingeschneit zu werden. Und ich brauche den Brandy. Ich war in etwas verwickelt und das ratterte in meinem Kopf wie loses Münzgeld. Ich wusste, dass ich es nicht ruhen lassen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass es in diesem elenden Geschäft etwas gäbe, das es wert war, daran zu bleiben. Dann eine Unterbrechung. Es klopfte an der Tür. Verdammt, seien diese Augen. Oh boy. Ich blieb leise. Vielleicht würde es wieder gehen. Leider kein Glück. Das Fräulein öffnete die Hintertür. Ungebeten und spähte hinter dem Türrahmen hervor. Die Nacht war kalt, aber es trug keinen Mantel. Nun, wollen Sie mich nicht hereinbitten? Wäre das weise? Ich bin unbewaffnet, falls Sie das meinen. Die Fräulein hob die Hände über den Kopf und drehte sich unter dem schwachen Laternenlicht langsam im Kreis. Sehen Sie, meinte es. Ich sah. Zufrieden? Ohne eine Antwort abzuwarten, trat es herein. Wenn das so weiterging, würde es sich am Brandy bedienen, den ich gefunden hatte. Ich musste kommen. Ich glaube, Sie verdienen eine Entschuldigung, Herr Smith. Nur eine? Es ignorierte mich und fuhr fort. Ich habe Ihnen eine Menge Ärger eingebracht, nicht wahr? Diese Verkoli-Sache? Ich kam direkt auf den Punkt. Sie waren es. Sie haben mir eine Falle gestellt. Armer Smith. Sind Sie beleidigt? Und dabei haben Sie Ihre Rolle so gut gespielt. Weil Cody war wirklich überzeugt von Ihnen. Ich war ein Bauer im Spiel des Fräulein. Natürlich wollte es, dass ich das wusste. Wer Cody denkt, dass Sie wirklich erstaunlich sind. Er bat mich, dem Führer seinen Dank auszurichten, weil er Sie schickte. Sie haben Wer Cody ausgenutzt? Ich schimpfte. Ihn so mit Ihren Lügen zu manipulieren. Aber natürlich habe ich das. Wenn nicht ich, dann ihre Leute. Dieser Mann ist, wie sagt man, ein Trottel. Dem zuletzt Gesagten konnte ich nicht widersprechen. Auch wenn es ihnen nicht gefällt, wir wollen dasselbe. Das war ernst gemeint. Sie möchten das Mädchen befreien und ich auch. So viel war also klar. Mekodis Tochter war irgendwie entscheidend. Melkoli verdient die Wahrheit darüber, wer ich bin. Also wollen Sie ihm erzählen, dass Sie britischer Spion sind? Es lachte. Das würde ihn verjagen. Er ist Faschist. Wissen Sie, das sind alle. Der Wolf lief durch den Raum und kuschelte sich auf den Teppich vor dem Kamin und zog die Schuhe aus. Jetzt seien Sie kein Langweiler. Machen Sie mir einen Drink und wir besprechen, wie wir das Vekoli-Mädchen aus dem Schloss holen. Verdammt seien diese Augen, oh boy. Die Mauser legte das Fräulein auf den Tisch neben der Couch, nachdem es sie auf dem Holster am Schenkel nahm. Ich habe jetzt Wolfswaffe, oh boy. Vielleicht muss ich sie gegen es benutzen. Ich habe einen Sinn für Ironie. Es schläft. Als ich es ansah, fragte ich mich, ob es noch Hoffnung gäbe für das Fräulein. Für Europa, ob Menschen, die böse wurden, je wieder gut werden könnten. Doch wenn sie schlafen, sehen sogar Nazis unschuldig aus. Ich möchte eine Decke über das Fräulein legen, gegen die Kälte.
Ich komme mir dämlich vor. Oh boy. Aber es gibt Schlimmeres. Ich würde weg sein, bis es aufwachte. Nenn mich einen Schuft, oh boy. Aber es war immer noch ein Nazi. Ich arbeitete einen Sommer lang im Schlachthaus meines Onkels, oh boy. Habe ich dir das erzählt? Der Chefmetzger fragte mich einmal, wieso werden Schweine mit so wundervollen Augen geboren? Verdammt, seien diese Augen. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg bergab. Und die Ankunft bergab, die Weiterreise bergab, die Ankunft ist ja noch nicht. Die werden wir vielleicht eines Tages in einem Let's Play erleben. Für die Demo-Version jetzt, für das Let's Test soll es das jetzt gewesen sein. Ja. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, sollte euch dieses Let's Test gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und das nächste Let's Test, das nächste Let's Play, das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Und dann habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Das war Over the Alps im Let's Test. Auf Zwergenfürst LP. Na dann, ein paar kleine Credits. Ja. Ist hier scheinbar eine deutsche Produktion. Ja. Schauen wir uns noch die Credits an. Scheint wirklich eine kleine deutsche Produktion zu sein, eine Schweizer Produktion, wie es ausschaut. Was deutschsprachiges, also es ist von sich aus deutschsprachig und die Credits scheinen auch gar nicht so lang zu sein. Musik. Dann war die Produktion. Ja, das sind nicht sehr viele Namen. Es hat ein kleines Indie-Game. Aber es hat mir sehr gefallen. Also das, was ich jetzt hier schon angespielt habe, wirklich gar nicht schlecht. Das kann man sich merken. Gar nicht übel, merke ich mir auf jeden Fall. So wirklich. Schöne Sache. Das Detektiv-Dings, dieses Detektivgeschichte und so weiter, dass man auch die Wege wählen kann. Also ab und zu mal kann man so ein bisschen und an kann man sich entscheiden. Also ich konnte mich entscheiden, ob ich das Fahrrad von der Polizei klaue oder zu Fuß weitergehe und dann ändert sich dann auch ein bisschen so die Geschichte. Das finde ich, das hat so sein, hat ein bisschen so, hat sein Flair, was der mir sehr gefällt. Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir wirklich. Ein Däumchen nach oben von mir dafür. Däumchen von euch dafür, wenn es euch gefallen haben sollte, wie ich das angespielt habe. Ja, da sind die Credits schon vorbei. Haben wirklich wenige mitgemacht. Niemand außer dem Entwickler und den Herausgeber von Over the Alps hat die finanziell unterstützt und damit verbundene Entwickler und Herausgeber keinen Anspruch auf solche Unterstützung verbindet. Ist kein fiktives, ist ein fiktives Werk. Okay, ja, Steve Toulis und Over the Alps wurde von einem vielfältigen internationalen und integrativen Team geschaffen. Ja, sehr schön. Na dann, macht's gut. Bis dann und ciao.